Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich muss eine kleine, was soll ich sagen? Ich muss eine kleine Ankündigung machen. Das Ganze, was ich jetzt hier aufnehme, ist ein Live-Let's Play. Das heißt, ich nehme das Ganze jetzt, ich bin jetzt gerade direkt auf Twitch live. Und genau, ich nehme das Ganze jetzt einfach live auf. Das heißt, ich werde zwischen den Folgen, die Folgen werden wieder gewohnt lang, so zwischen 30, 35 Minuten, irgendwas in dem Schnitt rum. Genau, und ich werde halt die Abmoderation dann wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, ich werde jetzt nicht nach jeder Folge eine Abmoderation machen, sondern ich streame und schneide das später halt in die richtigen Folgen und dann passt das. So, genau. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe nämlich lange, 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 lange Zeit gar nichts aufgenommen. Ich schau gerade mal hier in die. Oh, guck mal. Ich habe lange nicht aufgenommen, weil ich habe so viel vorproduziert das letzte Mal, dass ich so viele Folgen im Voraus hatte, dass ich gesagt habe, nee, ich kann jetzt. Was mache ich denn hier eigentlich? Dass ich gesagt habe, nee, ich kann jetzt echt nicht noch mehr aufnehmen. Sonst bin ich bald so weit im Voraus, dass ich mich wahrscheinlich das nächste Jahr zur Ruhe setzen kann, was Minecraft angeht. Und ja. Deswegen geht's jetzt erst weiter. Für die Leute, die eventuell dann live zuschauen oder sowas, die vielleicht noch reinkommen jetzt oder so, keine Ahnung. Ich habe, also die heutige Folge, die auf dem Channel live gegangen ist, ist die aktuelle Folge. Also jetzt das, was jetzt hier kommt, diese Folge, ist die Folge, die morgen kommt. Die geht morgen online. Genau. So, jetzt schaue ich gerade mal. Okay, 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 okay. Guck mal, das können wir da reinschmeißen. Das brauchen wir gerade nicht. Gleise wollte ich das letzte Mal noch ein bisschen bauen, ne? Ja, muss ich nochmal gucken. Eine Sache, die ich auf jeden Fall benötige, ist eine neue Rüstung. Da haben wir dann doch ein wenig gelitten das letzte Mal. Schüchen. Schüchen brauche ich auch noch ein paar. So, alles klar. Läuft. Gut. Ziehen wir mal schnell an. Das sieht halt auch scheiße aus. Kann man das irgendwie... Kann ich das reparieren? So nicht mehr. Weiß. Geht ja schon wieder gut los hier. Weiß kommen. Was soll der Geiz? Wir haben Eisen. Ausnahmsweise haben wir es mal. So. Gut. Gut, gut. Das schmeiße ich jetzt hier rein. Das brauchen wir jetzt nicht. Die Steine, die Feuersteine und so weiter. Ich wollte noch so viel machen. Ich muss jetzt erstmal wieder richtig reinkommen. Das wird jetzt wieder ein Weilchen dauern bei mir. Ihr kennt es ja. Ich hink da jetzt so hinterher wieder. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier wieder mich wieder zurechtfinde. Aber das wird, das wird. So. Das schmeiß ich da noch mit rein. Guck mal, das Zeug hat hier, glaube ich, alles da vorne drinnen, ne? Ja. Guck mal hier, zack, zack. Das schmeiß ich da auch noch rein. Was habe ich denn das letzte Mal alles gemacht? Hab ich noch Kupfer in der Tasche, warum auch immer. Ich habe hier, glaube ich, rumexperimentiert und ich habe keine Ahnung mehr davon. Das Feuerzeug brauche ich auch nicht. Das hatte ich bei den Werkzeugen immer drin. Genau, ich hatte auch ein zweites. Komm, wir nehmen mal ein Schäufelchen mit, wer weiß, wann wir es gebrauchen können. Ja, so, so, so. So passt mir das besser. Gut. Steine kann man immer dabei haben. Passt. Da gucken wir doch mal. Das Ei schmeiße ich noch unten in die Schublade da. In die Kiste, Fass, was auch immer. So, hier, plopp, weg bist du. Gut, dann gehe ich mal schlafen. Oh, es geht zum Glück. Zum Glück ist die Nervensäge jetzt nicht so dicht an uns dran. Gut. Sollte irgendwas mit dem Stream hier nicht stimmen, man sieht mich nicht, man hört mich nicht, etc., keine Ahnung, irgendwas, was auch immer, einfach in den Chat schreiben, dann kann ich drauf eingehen. Guck mal, los, Kollege, Nervensäge. Ja, Enderman, ich hab schon gesehen, so im Augenwinkel vorhin. Aua. Weg. Big Zombie. So. Alles niedergemacht. Schön. So wie sie es gehört. Jetzt gucke ich gerade mal schnell.
Was hatten wir denn alles? Wo waren wir denn? Okay, ich hatte Weizen ganz viel angebaut, wie es aussieht. Hallo, Herr Creeper, was geht denn ab? So. Das freilaufende Huhn ist immer noch hier. Aua. Mal wieder ein Ei. Den scheiß Eiern, ne? Die braucht kein Mensch. Nicht in dem Umfang, in dem wir sie haben. So. Eierweitwurf. Genau, am Dach wollte ich noch weitermachen. Da müsste ich nochmal ran. Das haben wir noch nicht zu. Dann können wir die Tiere hier einquartieren. Das wäre natürlich nicht schlecht. Dann haben wir sie da weg. Ist die Frage, mache ich das jetzt als allererstes? Ich würde fast sagen, ja. Das Dach einfach mal schnell zumachen. Schnell ist gut, aber ja. Einmal zumachen und die Tiere dann umquartieren. Das wäre schon mal ein Anfang. Und dann gucken wir mal. Ich wurde übrigens in den Kommentaren gefragt. Ich glaube, hier hätte ich die reingeschmissen, ne? Ja. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, wie es aussieht, wann ich denn mal vorhätte, ins End zu gehen. Hat's auch. Also, ich habe auch geschrieben, habe der Person geschrieben gehabt. Aktuell gar nicht. Ehrlich gesagt. So, momentan habe ich noch nicht so den Anreiz, ins End zu gehen. Wird bestimmt irgendwann kommen. Wie gesagt, aktuell eher nicht. Muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Geplant war es nicht. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Noch bin ich ja hier am Haus ein bisschen beschäftigt. Ich wollte noch ein bisschen erkunden. Wir haben noch das Waldanwesen. Da habe ich noch die Karte. Da wollte ich auf jeden Fall hin. Das würde mich sehr interessieren. Wobei ich da noch immer ein bisschen Bedenken habe, dahin zu gehen, weil es soll ja nicht ohne sein. Und genau, haben wir noch den Unterwassertempel. Da muss ich da nochmal gucken, wie ich das hier mit irgendwelchen, ja, wie ich mich da voranarbeite mit irgendwelchen Tränken und sonstigen Sachen. So, wie war denn das? Genau, hier habe ich schon weitergemacht gehabt. Das ist sehr schön. Ja, mal kurz wieder hier reinkommen, ne? Das ist gefühlt 1000 Jahre her, dass ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. So. Jetzt müsste ich einen nach hinten bauen. So sollte das klappen. Und da kommen dann die Stufen drauf. Und jetzt muss ich mal gucken, wie wir das hier mit dem Live-Let's Play machen. Ob ich das dann zukünftig immer so mache, dass ich sage, oh, ich gehe vielleicht einmal die Woche live oder so und nimm dann wieder, oder so, zweimal die Woche von mir aus auch, je nachdem, wie es zeitlich halt passt, und nimm dann einfach mal ein paar Folgen Minecraft auf. Oder ob ich das Ganze doch dann wieder offline aufnehme. Super gemacht, Paddy. Super gemacht. Du bist ein Held. Ja, so kennt ihr mich. So bin ich. So, nochmal hoch. Aua. So. Dann haben wir kurze Arme im Spiel. genau, was ich auch noch ankündigen könnte, erzählen könnte, wäre, Thema Discord. Ich möchte jetzt dann auch so einen eigenen Discord-Server mir zurecht schustern. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wie mache ich denn das jetzt da? Eieiei. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich weiß, alle anderen wahrscheinlich schon lange so, habe schon 25 Discord-Server, alles kein Thema. Ja, ich habe da gar keine Ahnung von. Also null. Hoppala. Muss ich mich erstmal reinfuchsen. Kriege ich aber bestimmt irgendwie hin. Mir wurde auch schon Hilfe angeboten. Vielen, vielen Dank übrigens. Ne? Oh Gott. Was habe ich da gemacht? Genau. Muss ich mich erstmal reinfuchsen. Kriege ich irgendwie bestimmt hin. Wird schon.
So, jetzt gucken wir mal. Das wird alles nicht so, wie ich mir das vorstelle hier gerade. Zack. Einmal hier runter. Ganz elegant natürlich. Ich baue hier voll die Murks. Man merkt, ich habe ich habe schon länger wieder nicht gespielt, ne? Es ist fürchterlich. So. So, so muss das, genau so. Ja, das dachte ich mir, dass da jetzt runtergeht. So. Das sieht doch schon halbwegs vernünftig aus an der Ecke. Jetzt mal schauen. Ja, die Stufe holen wir schnell mal da hier. Da die Treppen. Jetzt müsste ich ja das hier weghauen. Weil das sieht ja nicht aus. Ne? So. Dann geht's hier mit Stufen und Dingens weiter. Davon brauche ich gleich viel mehr. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir davon nicht mehr so viel im Lager haben bei uns. So, und zum Thema... Oh je. Zum Thema Discord nochmal. Ich würde es dann auch so machen, dass wenn ich dann zum Beispiel live gehe oder so oder andere Informationen, die halt für Streams oder auch für den YouTube-Channel und sonstige Sachen, würde ich das halt einfach über den Discord machen, weil ich glaube, das ist einfacher. Da erreiche ich dann mehr Leute, die halt Interesse an den Sachen haben, auf jeden Fall. Als wenn ich dann... Ich habe jetzt zum Beispiel ein Ankündigungsvideo auf YouTube hochgeladen. Das kann ich, wenn ihr das wollt, kann ich das auch gerne weiterhin machen. Ja. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Irgendwie kriegen wir das schon alles hin. So, genau wie die Ecke hier. Die kriegen wir auch irgendwie hin. Das wird schon. So, das muss, glaube ich, eh weg. Oder? Ich glaube, da habe ich eins zu viel weggenommen jetzt. So, das bleibt. Dann wird es zugezogen. Ja, so müsste das hinhauen. Wir brauchen aber noch mehr von den Steinen. Die hole ich gerade mal schnell. Wo habe ich denn das gute Essen hingeschmissen? So, mal Happen futtern. Bin so oft auf die Nase geflogen. Das kostet Leben. So. Einmal nach oben. Und dann schauen wir doch mal, ob ich noch ein paar von den Steinen habe. Unten in der Kiste war nichts mehr. Die Steine habe ich alle hier oben drin. Oh. Oh. Ja, einer. Nee, da habe ich noch ein bisschen. Aber es ist halt auch nicht so viel. Jo. Das sieht nicht so gut, nicht so gut aus, ne? Das sieht echt gar nicht so gut aus. Was mache ich denn? Da muss ich doch hin. Genau. Zack. So, zack. Hätten wir davon auch noch ein bisschen. Hier war gar nichts mehr. Nee. Shit. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir fast schon wieder runter. Ein bisschen was von dem Zeug abbauen. Jetzt flitze ich nochmal, solange wir noch ein klein bisschen Sonne haben. Schnell aufs Dach hoch. Guck, dass ich noch ein klein bisschen weiter baue. So viel wie halt geht. Und dann würde ich schon fast sagen, müssen wir einfach mal kurz in die Höhle runter und einfach ein bisschen was abbauen. So, ich mache hier drüben weiter. Nein. Erst denken, dann handeln. Ich sage es immer wieder und tue es doch nicht. So. Das noch hier zu. Ich hoffe, dass mit dem Stream hier alles läuft. Denn ich habe immer das Gefühl, ich habe hier immer so technische Probleme. Also es wird mir auf jeden Fall mal angezeigt, dass es läuft. Wenn ich allerdings auf meinem Handy schaue, ob der Stream läuft, kriege ich nur ein schwarzes Bild. Das ist natürlich schlecht. Ton habe ich, aber ich habe kein Bild. Ich weiß nicht warum.
ob es an meinem Handy liegt, ob da irgendwas falsch ist, keine Ahnung. Ich blick es nicht. Naja. Wir werden sehen. Falls hier jemand zuschauen sollte, einfach mal schreiben, ob ich ein Bild habe, ob ihr ein Bild habt oder nicht. Würde mir helfen. Dann weiß ich Bescheid. Kann ich vielleicht was machen. So. Das haben wir gleich. So, so nicht. Zu. Gut, guck mal, haben wir ja schon fast alles fertig hier. Klasse. So, die Ecke hätten wir, dass die andere Ecke kriegen wir auch noch irgendwie zu. Und dann können wir die Tiere dann schon bald umsiedeln. Ja, doch, das passt. Das machen wir dann noch schön hier drin, ein bisschen mit Deko und so sonstigen Sachen. Ja, ja, das, was ich mir alles so mal irgendwann geplant habe. Wenn dann wäre das. Ne, du kleines Schweinchen. So. Auf nach Hause, schnell ins Bett. Und dann einmal kurz in die Höhle runter. Den Bruchschiefer oder wie der hieß, abbauen. Ah, hier. Das Mitternachtssteak. Bitteschön. Gut. Gute Nacht. So, da sind wir. Spitzhackentechnisch sind wir noch gut aufgestellt. Platz im Inventar haben wir auch. Alles super. Dann gehen wir in unsere Höhle. Hinter unserem Haus. Weil ich glaube, da hatten wir ja auch ziemlich, ja, so ziemlich, nah, Bruchschiefer. Ich werde schon wieder beschossen von den Eierköpfen, ey, es ist unfassbar. Die einfach immer nur am Stressen sind. Die können einen nicht in Ruhe lassen. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Lass mich in Ruhe lassen. Das mag ich nicht. So, gute Nacht. So. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht wieder. Okay. Aha. Da kommen sie alle. Die Scharen angelaufen. Na, alles fit? So nicht, Junge, ja? So nicht. Gute Nacht. Da haben wir welchen. Komme ich aber hier schlecht runter. Bin ich da drüben besser runtergekommen? Ich glaube, ne? Na, jetzt hier um Grenzen. Das wird schon. Block. Block. So. Einmal weg mit dir. Lass mich bloß in Ruhe. Ich möchte hier nur in Ruhe mein Gestein abbauen. Ist das der richtige, den wir abbauen, ne? Ja, das ist der richtige. Sehr schön. Den brauche ich. Und auch gar nicht mehr so viel. Bauen wir das schnell ab. Dann können wir das Dach fertig machen. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Noch mehr Lapis. Also, an Lapis fehlt es uns einfach gar nicht, ne? Das ist da mal einiges mittlerweile. Wir nehmen es mit, weil es da ist. Unsere Taschen sind groß genug, wir können das mitnehmen, das passt. So. Das sollte schon fast reichen. So viel Dach haben wir jetzt gar nicht mehr, was wir machen müssen. Dorfbewohner müssen wir dann auch nochmal schauen.
Da bin ich halt, wie gesagt, ich bin komplett aus allem raus. Da müssen wir auch nochmal schauen, wie das mit den ganzen Berufen waren. Dann haben wir noch das zweite Dorf. Ich möchte auf jeden Fall Gleise jetzt da nochmal legen für die Bahnstrecke zum Dorf hin. Dass ich nicht jedes Mal laufen muss. Das ist einfach nur noch ätzend. Huch. So. Weiter geht's. Ja, das sollte schon fast reichen, was wir da haben. Gut. Wie viel habe ich jetzt? Ich bin mir unsicher. Bevor ich jetzt nachher nochmal laufen muss, nehme ich nochmal so ein Stück hier mit. Ihr wisst ja, ich, also die, die jetzt schon ein paar Folgen von dem Minecraft Let's Play geguckt haben, wissen, ich verschätze mich ganz gerne mal. Immer lauter, die müssen entweder neben mir oder über mir sein oder unter mir, keine Ahnung. Weise Worte, die ich gesprochen habe, ne? Entweder neben mir, über mir oder unter mir. Ich meine, irgendwo müssen sie ja sein. So. Einmal hier hoch. Doch. Hier müssen wir durch. Dann einmal hier runter. Und dann hier rüber. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Eisen. Jetzt haben wir zwar ein bisschen. Aber ich glaube, für die Bahnstrecken wird es nicht ganz reichen. Da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal ran. So. Kollegen, was ist da los? Gute Nacht. Guck mal, hier haben wir doch Eisen. Geht ja gut los. So, zack, nehmen wir mit. Jetzt müssen wir auch noch alles hier richtig schön ausbauen. Noch gefällt mir das so nicht. So, einmal hier hoch. Ab nach Hause, schnell an die Steinsäge. Dann können wir das Dach vielleicht noch fertig machen. Weiß nicht, wie lange waren wir unten? Ja, mittags ungefähr. Ja, da muss ich auch was machen an dem Fenster. Das sieht ja fürchterlich aus. Sieht alles so fürchterlich aus. Ich muss da echt noch viel erledigen. So. Einmal rein hier. So, zack. Den auf jeden Fall. Den nochmal. So, das soll jetzt aber reichen. Will ich doch hoffen. Schnell was futtern. Dann auf geht's. Ich glaube, mit dem geht's weiter. Ups. So, was ist denn hier passiert? War ich das? Also. Das. Wobei eigentlich, da kommt ihr. Nee, da kommt ihr noch Holz hin. Das sieht sowieso nicht gut aus. Naja, lassen wir es kommen. Jetzt haben wir ein bisschen Dreck in der Tasche. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? So.
Super. Ein Loch. Ich treffe es. Mann. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so doof sein? Zum Glück bin ich kein Dachdecker geworden. Das wäre mein Tod gewesen. So. Dann sollte ich so. Und so. Und so. Und so. Ja, doch. So. So müsste richtig sein, ja. Jawohl, ja. Das Dach ist zu. Ha! Ich kann doch was. Nicht schlecht. Schön. Die hässlichen Wurzeln machen wir mal weg hier. So, die machen wir weg. Wie gesagt, da an die... an den Erdrand da unten müssen wir noch ran. Aber das kann man nachträglich machen. Ich brauche Tore. 3 Stück an der Zahl. Das wäre nicht schlecht. Da oben müssen wir auch noch zumachen. Guck mal, da kann ich mir doch mit den hässlichen Wurzeln einfach wieder kurz hochbauen. Dann können wir das hier einfach zumachen. Soll ich hier Fenster oben reinbauen? Nee, ne? Ist hell genug hier drin. Sollen sie nicht so haben, die Tiere. Zu viel Sonne ist auch nicht gut. Ja, haben ja alle große Fenster. Sollte passen. Hätten wir das auch. Schön. Dann passiert ja wieder ein bisschen was. Dann geht es wieder ein wenig voran. Ja doch. Kann man machen. Das mit den Fackeln, das kommt noch weg. Also beleuchtungstechnisch müssen wir uns noch was anderes überlegen. Aber nach und nach. Gut. Hier. Was, wenn wir schon mal hier sind? Kürbisse nehmen wir mal mit. Brauchen wir eh einen Haufen. Und dann hier mit den Wurzeln. Einmal durchs Gemüse. Durch den guten Weizen durch. Kollege. Was ist da los? Was soll der Scheiß? Aus dem Nichts. Hab doch gar nichts gemacht. Mein Inventar ist voll, willst du? Ja, Tatsache. Guck mal. Huch. Bin aus dem Spiel geklippt. Sorry, mein Fehler. Aber das habt ihr zum Glück nicht gesehen. So. Den ganzen Kram hier mal einsammeln. Die Weizenkörner sind mir eigentlich auch vollkommen egal. Mir geht es nur um den Weizen, den ich hier schon wieder nicht mehr aufsammeln kann. Plopp, so. Wie gesagt, Weizenkörner sind mir egal. Davon haben wir mehr als genug. Die Rüstung, die da rumschwabbelt, die ist mir auch egal. Das Auge ist mir auch egal. Hab ich an allem kein Interesse gerade. So. Na, du sagst es, Hühnchen. Du sagst es. Gut, einmal hier rein. Da sind wir wieder. Mm.
Das sieht schon sehr voll aus. Das sieht noch voller aus. Eieiei. Mit dem Essen müssen wir uns auch auf jeden Fall was überlegen. Ja. Auf jeden Fall. Du kannst da mal vor dich hinschmelzen. So. Warum habe ich eigentlich einen Eisenbarren in der Tasche? Wo kommt denn der her? Hatte ich den die ganze Zeit dabei? Ich weiß es nicht. Naja. So, wollte ich ein... Das Schwarzpulver hatte ich, glaube ich, auch bei den Erzen gelagert, ne? Ja, wahrscheinlich. Schmeiße ich auch einfach da rein. So. Das schmeiße ich da rein. Weil er hier hinten irgendwo, glaube ich. Nein, Pfeile hatte ich bei Waffen. So. Siehste. Da hatte ich Pfeile. Genau, das Zombiefleisch. Ich muss kurz die Taschen leer machen, sonst habe ich gleich wieder ein Problem. Dann müsste. Hier hatte ich noch Knochen drin. Die Fäden hatte ich. Die Fäden. Ach da, siehst du. Fünfmal drauf geguckt und nicht gesehen. Auch schön. Die ollen Wurzeln, die schmeiße ich da dazu. Genau. Da drüben kann ich das Gestein reinschmeißen, was ich gerade nicht brauche. Das brauchen wir bestimmt später mal wieder. Na, komm, schmeiß mal alles hier rein. Zack, zack, zack. Gut. So.